Der folgende Tag war für immer todtraurig. Alles schien ihr von schwarzem Dunst umfangen und der Kummer blies leise heulend in ihr Herz, wie der Winterwind in ein verlassenes Schloss. Es war jene Traumbefangenheit, die wir verspüren, wenn etwas unwiederbringlich vorbei ist. Dumpfe Schwermut und tiefe Verzweiflung kam über sie, wie damals nach der Rückkehr von La Vaubyessard, als die Kadrillen noch in ihrem Kopf wirbelten. Léon war in ihrer Erinnerung nun größer, schöner, sanfter, unbestimmter. Wiewohl fern von ihr, hatte er sie nicht verlassen. Er war da. Die Mauern des Hauses schienen seinen Schatten zu bewahren. Sie konnte ihre Blicke nicht von dem Teppich wenden, über den er geschritten war, von den leeren Stühlen, auf die er sich gesetzt hatte. Wie hatte sie es bloß vermocht, dieses Glück nicht zu ergreifen, als es sich ihr bot? Warum hatte sie ihn nicht mit beiden Händen zurückgehalten und auf Knien beschworen, als er sich anschickte, zu flüchten? Und sie verwünschte sich selbst, ihm ihre Liebe nicht eingestanden zu haben. Verlangen ergriff sie, ihm nachzueilen, sich in seine Arme zu werfen und zu sagen, da bin ich gehöre dir. Die Erinnerung an Léon wurde ab nun zum Mittelpunkt ihres Weltschmerzes. Doch allmählich loderten die Flammen immer schwächer. Mag sein, weil sie ihnen nichts Neues hinzufügte oder weil sie sie mit zu vielem erstickt hatte. All die Trostlosigkeiten vergangener Tage kehrten wieder. Sie meinte noch viel unglücklicher zu sein, denn jetzt hatte sie die Erfahrung im Leid, gepaart mit der Gewissheit, dass es nie enden würde. Eine Frau, die sich solch große Opfer auferlegt, dürfte sich auch einige Launen leisten, dachte sie. So kaufte sie einen gotischen Beetschemel und gab in einem Monat 14 Francs für Zitronen aus, mit denen sie sich ihre Nägel reinigte. In Rouen bestellte sie ein blaues Kaschmirkleid und bei Lheureux suchte sie die schönsten Seidenschärpen aus, band sie um ihren Morgenmantel und lag bei geschlossenen Fensterläden in dieser Aufmachung auf dem Kanapee mit einem Buch in der Hand. Oft änderte sie ihre Frisur, bald trug sie ihr Haar in chinesischem Stil, bald in losen Locken oder in Zöpfen, dann wieder zog sie einen Seitenscheitel und band es glatt wie ein Mann. Sie wollte Italienisch lernen, kaufte Wörterbücher, eine Grammatik und einen Vorrat an weißem Papier. Dann versuchte sie es mit ernster Lektüre, mit Geschichte und Philosophie. Sie hatte Stimmungen, in denen man sie zu jeder Torheit verleiten konnte. Einmal behauptete sie, ein großes Wasserglas halb voll mit Branntwein austrinken zu können, und als Charles so töricht war, daran zu zweifeln, leerte sie das Glas in einem Zug. Trotz all ihres Leichtsinns schien Emma kaum fröhlich zu sein. Und ihre Mundwinkel zeigten jenen verkrampften Zug, der das Gesicht von alten Jungfern und enttäuschten Ehrgeizlingen in Falten legt. Oft hatte sie Schwindelanfälle. Eines Tages erbrach sie sogar Blut, und als Charles seine Besorgnis zeigte, antwortete sie ihm, »Ach was, das ist ja egal.« Charles flüchtete in das Ordinationszimmer, saß in seinem Lehnstuhl und weinte mit aufgestützten Ellenbogen unter dem phrenologischen Schädel. Dann schrieb er seiner Mutter und bat sie zu kommen. »Weißt du, was deiner Frau fehlt?« meinte Mutter Bovary. »Ihr fehlt eine Beschäftigung, die sie erfüllt, eine manuelle Arbeit. Wenn sie, so wie alle anderen, für ihren Unterhalt arbeiten müsste, dann hätte sie nicht diese heftigen Erregungen, die bloß von den vielen Ideen kommen, die sie sich in den Kopf setzt und von der Untätigkeit, in der sie lebt.« »Aber sie beschäftigt sich doch«, sagte Charles. »Oh, sie beschäftigt sich. Aber womit denn? Mit dem Lesen von Romanen, von schlechten Büchern, von Werken, die gegen die Religion gerichtet sind, in denen die Priester mit Redensarten verspottet werden, die man von Voltaire entlehnt. Das alles führt zu nichts, mein armes Kind. Und wer keine Religion hat, mit dem nimmt es stets ein böses Ende.« Es wurde also beschlossen, Emma am Romanlesen zu hindern. Das Vorhaben schien nicht ganz so einfach. Die gute Frau nahm es in die Hand. Wenn sie nach Rouen käme, würde sie selbst den Besitzer der Leihbücherei aufsuchen und ihm mitteilen, dass Emma ihre Abonnements kündigte. Hätte man nicht auch das Recht, die Polizei davon in Kenntnis zu setzen, für den Fall, dass der Buchhändler auf seinem Vergiftungshandwerk bestehen sollte? Die Abschiedsworte zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter waren kühl. Während der vergangenen 3 Wochen hatten sie außer einigen Informationen und Höflichkeitsfloskeln bei Tisch oder vor dem Zubettgehen kaum mehr als 4 Worte miteinander gewechselt. Mutter Bovary
reiste an einem Mittwoch ab, dem Markttag in Yonville.